Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Ich habe hier ein bisschen was gebaut, ein bisschen Geländer hingebaut oder so, während ich gewartet habe, bis Mike mir immer meine Sachen holt, weil ich glaube, wir müssen mehr verteidigen, also mehr mit diesen Spikes und so weiter arbeiten. Und ich muss hier noch eine kleine Brücke hinmachen, weil Mike holt immer die Bäume von hier drüben, wenn keine mehr hier sind, und läuft dann den kompletten Weg. Wo ist er denn? Der läuft dann nämlich. Hier kommt er. Der läuft hier rinder, dann irgendwo hier rüber und hier wieder hoch. Also, der kann halt auch nicht durch den Wasser, ne? Über die Brücke ist er schon ein paar Mal, sogar über diese Spikes drüber, das schafft er. Aber, glaube ich, muss dem da hier auch mal irgendwie was hinbauen. Ich habe den schon mehr von den Dingern hingemacht, weil der halt so fleißig ist, dass er die immer füllt. Der ist beschäftigt, würde ich sagen. Wir gucken jetzt, ihr seht schon, beide Werte, die sind fast auf 10. Ich mache jetzt mal nichts mehr. Also ich mache jetzt schon wieder was dann, aber jetzt habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe auch diese Brücke nochmal, weil es mich geärgert hat, irgendwie, wie das hier drüben aussieht. Also ein Geländer habe ich hingemacht und ich habe die einen Ticken höher gemacht. Es sind natürlich sehr viele Ressourcen wegfallen dann, weil du bekommst ja nie das, was du reingesteckt hast. Ich wollte die aber hier ein bisschen höher machen. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gemacht. Wo geht er jetzt denn? Jetzt nimm die da hinten. Okay, ist auch gut. Mach, wie du magst. Wir werden jetzt den Lichtwert wieder hoch und treiben, weil ich konnte jetzt dank dieser Ziegel hier, konnte ich diese Schmiede bauen und die werden wir jetzt verwenden. Warte mal, vorher muss ich. Moment. Moment. Vorher muss ich. Ja, Moment. Mir ein Speer machen. Knochensplitter, Stock und Pflanzenfasern. Knochensplitter, Stock und Pflanzenfasern. Ich würde sagen, wir machen uns mal zwei. Ist wieder irgendwas? Ich habe Durst. Nee. Stock war es, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Komm hier nicht mehr vorbei mit den Brettern. Habe ich hier noch? Ne, ich habe hier nichts mehr. Doch, ich habe hier noch eins. Kann ich das auch hier machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Wie viele Stöcke waren es? Drei? Perfekt. Zwei Stöcke. So, ich habe noch ein Feuerholz, das sehe ich nirgends mehr. Wir haben eine Taube auf dem Dach. Cool ist das denn? Mal gucken, wo die anderen dann wiederkommen. So. Wollen wir zuerst noch schlafen? Was haben wir denn? 9:30. Wir machen das jetzt erstmal an. Das wird nicht lang dauern bei so einer großen Schmiede. Und dass die oben ist. Guck mal, der war fleißig und hat das da hier komplett voll gemacht. Der ist ja cool. Weil ich gerade, ob ich die anderen auch noch anmachen soll. Ich meinen Schaden tut es eh nicht, weil der Wert ist jetzt da sowieso dann gleich oben. Ich möchte nur kurz gerade schlafen.
Damit wir es wenigstens morgen haben. Und dass es nicht mittendrin dunkel ist oder so. Wir haben noch Oktober. Bin gespannt, wo sie diesmal. Was ist denn da? Das ist ein Vogel. Bin sehr gespannt, wo sie jetzt kommen. Neun Komma neun. Die könnten ja auch mal von da hinten irgendwo kommen, weil da hinten habe ich in der Tat gar keine Verteidigung. Also hier habe ich auch keine Verteidigung, aber wisst schon. Jetzt ist null. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Schlecht. Speichern. Sollte vielleicht gerade mal sowas essen. Essen, essen. Wo kommt ihr? Wir hätten die Werte gleichzeitig hoch und treiben sollen, dann hätten wir beim anderen nicht jetzt gleich wieder eine. Kann ich schnell noch wechseln? Gott, haben die das schnell weg. Wir müssen das aufwerten. Der hängt aber ganz schön schnell, ganz schön lange dran an dem Ding. Aber selbst wenn die als Meute auf dich zukommen, weiß ich nicht, ob wir die vielleicht nicht schaffen könnten, weil die waren ja sehr schnell durch. Okay, die haben ein bisschen Schaden genommen gehabt, aber die waren sehr schnell durch. Und dann habe ich gegen drei gestochen. Ich weiß nicht, ob das. Ich meine, klar haben wir. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Leben ich war. Ich habe nicht geguckt, keine Ahnung. Würde sogar gehen. Klar kann man die ja später aufwerten. Ich habe den ja noch gar nicht gemacht, diesen. Aber. Oha! Mechanikteile hatten die mit dabei. Man braucht ja, glaube ich, dieses. Was? Das Verbesserungs. Kann vom Spiel und wird für die Verbesserung von Konstruktionen und zum Verlegen von Kabeln. Ach du mit deinem Strom. Steinhammer war es, glaube ich, ne? Ja, Reparatur. Ich meine, können wir mal machen? Ich bräuchte da hinten rennt er. Ach, der Arme, tut mir so leid. Mann, na, er ist wenigstens beschäftigt. Stock, kleiner Steinseil. Stock, wie sieht's denn hier aus? Na, es geht. Stock, kleiner Stein und Seil. Stock, kleiner Stein. Stock? Wieso Stock? Muss ein bisschen Kupfer schmelzen, auch wenn ich es gerade nicht im brauche, aber das ist voll und ich habe gerade keinen Platz mehr für. Muss das gerade. Speichere die jetzt hier mal kurz zwischen. Was habe ich gerade gesagt? Ach, kleiner Stein. Upsale. Ja, einen kurzen Moment. Nee.
Ich weiß halt nicht, ob der einen Hammer braucht. Das ist jetzt der Steinhammer. War das auch eine Reparatur? Ach, reparieren zwei Brett. Ja. Ich weiß ja nicht, ob der von selber reparieren kann. Halt ohne Hammer. Oder ob ich dem irgendwo einen Hammer reinlegen muss oder so. Fundamente sind hier in Ordnung. Du brauchst zwei Stock. So, aber dann hätten wir schon mal den Reparaturhammer. Den Reparagehammer. Und was war das andere gerade, wo ich gesehen habe? Verbesserungsdingens, ne? Ein Stock. Einen Eisenbarren. Naja, machen können wir neuer mal. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer blocke, das kommt davon, wenn man nicht nah genug an so einem Ding steht. Dann blockt man. Also hier, wenn ich was nehmen will, nehme ich ja mit rechter Maustaste. Wenn ich nicht nah genug da bin, dann blocke ich immer. Mich nervt es, dass du immer da oben das erste nimmst. Können die nicht für unten wegnehmen? Was habe ich jetzt noch gebraucht? Stock? Ich weiß schon gar nicht mehr. Stock und ein Barren? Ich weiß es nicht mehr. Werkbank? Oder war es noch was anderes? Ich muss das Ding da vorne wegmachen. Ich bleib da die ganze Zeit hängen. Ich muss das mal irgendwo anders hinmachen. Hier haben wir's. Ach, sieht es noch schön aus, ohne irgendwelchen Kühl. Wieso geht die Fackel eigentlich nicht kaputt? Ich mache es erstmal so. Ich wollte heute irgendwas machen. Was war für heute der Plan? Der andere ist ja beschäftigt. Das da kann ich jetzt erstmal so lassen. Außer wir machen irgendwas mit dem Sägen oder so. Für heute der Plan. Warte mal, wir haben jetzt halt Barren. Der hat es da irgendwie dazwischen gelegt. Kann ich das noch sägen, ohne dass. Ich glaube schon. So, lass mich mal kurz gucken. Wir haben hier noch Blueprints stehen. Hier waren ja die Barren. Ja, hier waren Eisenbarren, wo wir gebraucht haben. Hier waren Eisenbarren plus Eisenbarren für Nägel. Hier, das ist aber noch. Das ist für mich jetzt momentan noch nicht so unglaublich wichtig. Von daher ist das erstmal okay. Und ansonsten habe ich momentan, ja, okay. Da brauchen wir Nägel. Da brauchen wir Nägel. Also wir brauchen Barren für Nägel und Barren wegen Barren. Frage ist nur, was machen wir zuerst? Bin jetzt noch nicht so auf Futter aus, wenn ich ehrlich bin. Deswegen würde ich sagen, weil es halt auch was Neues ist, machen wir erstmal. Erstmal sollte ich mich vielleicht ausleeren. Ich muss dieses Ding mal woanders hinstellen. Mechanikteile waren da. Oh, Entschuldigung.
Wir müssen ja auch dann später irgendwann ein Greenhouse bauen. Meiner, können wir den Blueprint auch schon mal hinsetzen? Und hier oben will ich auf jeden Fall zumachen. Also hier, wo es jetzt drauf geht, hier kommt noch irgendwie eine Tür hin. Entweder ich mache hier vorne noch einen Stock drauf, mache dann hier eine Tür rauswärts oder lass es halt noch bis hierher gehen oder so, ne? Und mache dann hier eine Tür rauswärts. Und ich dachte mir, hier so, das ist ein Greenhouse. Das wäre, glaube ich, ganz cool, weil irgendwo auf dem Boden, da musst du ja wieder eine. Ich glaube, das musst du ja auch auf eine Foundation stellen, oder? Platzierbares. Pflanzen gehen. Nee, steht nicht mehr dabei. Schneid es schon. Nee, das sind Blätter. Ich wollte schon gerade sagen. Automatische Bewässerung, wenn ein Wasser aus der Nähe ist. Ja, das habe ich noch nicht gefunden. Übrigens müssen wir auch noch mal, ich glaube, zu dem einen. Warte mal kurz. Will es nicht komplett drin da haben. Mach es mal kurz so hin. Passt doch wie angegossen. Sehr cool. Ich glaube, das war hier oben. Hier war irgendwo ein Dorf. Da müsste noch ein Blueprint liegen. Da haben wir einen Blueprint vergessen. Oh Gott, hat er mich jetzt gerade erschrocken. Das ist unser Tisch, ne? Ach nee, Landbesitzstandort. Aber hier steht unser Tisch, ja, und hier ist einer. Ach ja, die werden auch angezeigt. Was ist ATV? Ist es unser. Ist es der Geländewagen? Weil das ist der Wagen, halt der Holzwagen, der Truck. Das ist der Geländewagen, ne? Glaube ich. Da hinten rennt er. Oh Mann. Ja, genau. Auf jeden Fall machen wir das hier hin. Und das Wasserhaus muss man halt dann gucken. Entweder hier auf dem Boden. Ja, ich denke mal hier, weil hier ist das ein bisschen schlecht. Das werden wir dann hier irgendwo hin machen. Aber das haben wir ja noch nicht. Uns fehlen noch Windturbinentechnologie, ein Kreissägetischtechnologie und das Wasserhaus. Die Wasserhaustechnologie. Eins werden wir, wie gesagt, wahrscheinlich oben finden, das, wo ich vergessen habe. Und dann haben wir ja aber noch. Wir haben mit Sicherheit hier noch irgendwo ein Dorf, was ich nicht angeguckt habe, weil wir sind ja letztens nur hier hochgefahren. Hier war ja so ein Dorf, hier oben war, glaube ich, keins. Und dann sind wir ja nur durchgefahren, bis eben hierhin. Da habe ich auch schon durchgeschaut, aber vielleicht hier könnte ja noch was sein, hier oben könnte noch was sein. Ja, und wir haben halt noch diesen ganzen Bereich da unten, ne? Wir sind zwar eine Straße, ich glaube, die Straße hier oder so hochgefahren, da waren keine Häuser, aber halt an diesen Abzweigen. Hier waren wir auch schon und da. Aber ansonsten haben wir ja noch was vor uns, da kann ja auch noch was sein. Ich muss dem demnächst ein Ding hinbauen, weil das kann ich nicht mit angucken. Und guck, ich mache dann immer Sachen nebenbei und dann läuft der durch und. Ist schon lange fertig. Das hat jetzt gar keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus wollte. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, wie vielte Welle war das jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Aber ich fand die gar nicht so schlimm. Also. Weiß nicht. Die Frage bleibt immer noch. Was machen wir zuerst fertig? Machen wir zuerst das da fertig? Damit wir gucken können, weil es halt auch was Neues ist im Gegensatz zu der vorherigen Staffel. Und dass wir dann irgendwie gucken, ob wir Ziegen oder Hühner binden können. Dazu brauchen wir ja aber erstmal diesen Betäubungspfeil.
Könnten wir aber machen. Pilz, Stock, Feder, Eisenbrocken. Eisenbrocken, Feder, Stock, Pilz. 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 Dachte ich, wir guckten da zur Tür rein. Dabei war es ja der Ding. Ach ja, da hinten. Ich hab's vergessen. Sind es dann... Wie viel hatte ich jetzt damit genommen? 3 der 4. Ich hab's vergessen. Nimm einfach mal ein Stack mit. 5 hatte ich. Okay, gut. Ich habe vergessen, wie viel das waren. Ein halb Brocken, aber das ist ein Brocken? Ein Brocken? Da, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. So, und wo muss ich das machen? Verbesserten Werkbank. Der holt schon wieder Steine, sehr gut. Ich habe Durst. An der verbesserten Werkbank. Eisenbrocken, Feder, Stock jeweils 1 und Pilz 3, alles klar. So, wir haben Betäubungspfeile. Die muss ich aber dann wechseln, weil noch habe ich ja die da drin. Wir machen die einfach schon mal rein. Ich muss nur dran denken, dass ich mit denen jetzt halt nicht schieße, wenn ich, also jetzt dann so, ohne dass ich was gesehen habe. So, wir machen erstmal die 10 Barren. So, jetzt brauchen wir eigentlich 15 Barren. Wegen Nagels. Und das ist nur der Anfang. Ja, Nägel, ich erinnere mich, Nägel waren sehr, sehr beliebt. Trauben habe ich voll viele. Kupfer habe ich voll viele. Aber Nägel? Ein paar habe ich schon. Das war noch nicht mal ansatzweise. Ey, da füllt mir hier das Ding auf. Das ist voll cool. Wo holt er denn? Okay, geht glaube ich nicht komplett drüber. Okay, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Da muss ich mal wieder was nachschmeißen. Wie sieht es mit dem Lichtwert aus? Na, das passt noch. Wenn die durchgelaufen sind und ich nachgefüllt habe, schaue ich auch mal rüber zum anderen Dingens. Da habe ich, glaube ich, Kobalt durchlaufen lassen. Ich weiß gerade nicht, was ich brauche. Ich glaube, Kobalt brauchte ich doch für diese Solardinger da oder Windräder, ne? Brauchte ich voll viel. Da habe ich jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, ich lasse erstmal Kobalt weiter durchlaufen drüben. Dafür mache ich aber das da schnell mal hier rein. Warte. Das da hier rein.
Das da, speichere ich mal kurz hier zwischen. Das vergesse ich mit Sicherheit, dass ich das da reingelegt habe. Das da kannst du hier reinmachen. Und habe ich Durst, habe ich Hunger? Ich habe, glaube ich, alles. Wir gehen mal kurz rüber. Vielleicht finde ich ja unterwegs was. Guck mal, hier ist schon eine Gurke. Ich glaube, ich habe noch drei Biosprit, ein Bio- und Treibstoff und drüben liegen. Die kann ich reinmachen. Könnte da eigentlich auch rüberfahren oder so, aber die kurze Strecke laufe ich eigentlich meistens. Wäre natürlich jetzt halt lustig, wenn hier gerade so eine Gruppe rumlaufen würde. In die ich gerade reinrenne. Nicht dein Ernst. Das war ein Witz. Okay, ich gehe. Ciao. Das war ein Witz. Spiel, nimm doch nicht alles immer so ernst, was ich sage. Lustig wäre es schon, ja, aber. Also ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt halt nur noch schon seit einer längeren Zeit nur 97 Leben statt 100. Ich muss aber sagen, man merkt es nicht wirklich. Klar, das, wo ich vom Krokodil gestorben bin, da hätte ich auch, was weiß ich, 200 haben können. Wenn der mich viermal beißt, bin ich fort. Und da hätten mir die in drei Leben nicht wirklich was genutzt, weil ich ja nicht rennen konnte, als ich mich rumgedreht habe. Das sind die drei Leben eh wurscht. Aber so jetzt halt auch. Also es war noch nie so an der Grenze, dass ich mir gedacht habe, huch, wenn du da jetzt halt drei Leben mehr gehabt hättest. Ja, genau, das speichert mal. Aber ich speichere selber nochmal. So, wo sind denn jetzt halt meine Freunde? Sind die in meine Richtung gekommen? Also lustig wäre es ja schon mal, die zu machen, aber die kommen halt alle immer zusammen. Guck mal, die haben jetzt ein Lagerfeuer gemacht, oder? Wie spät haben wir denn? Nachmittag. Nee, das war der Fuß von dem einen. Wollen wir mal? Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ich meine, mehr als sterben kann ich nicht. Ich benutze jetzt mal eins, dass ich wieder voll bin. Ob wir jetzt das 97 Leben haben oder 96. Ey, die sind ganz schön nah bei uns. Das ist ja wurscht. Brauche aber kurz Leben. Ist das wieder der. Ach, das ist wieder der blöde Bauarbeiter mit seinem Schild. Ich könnte auch mit Pfeilen schießen, ja, aber zum einen habe ich jetzt ein bisschen. Doch, guck, die haben das Lagerfeuer. Ihr Hombels. Aber die haben gar nichts gemacht. Jetzt machen sie was. Verlangsamen die einen auch? Vielleicht, wenn man getroffen wird. Ich müsste halt die hinteren wegkriegen. Ich müsste die hinteren wegkriegen. Die treffen mich halt jetzt halt voll, wenn ich hier stehe, ne? Der darf schießen und wenn ich auf den steche, dann macht er immer sein doofes Schild hoch. Und wenn dann mal sein Schild kaputt ist, dann rennt er weg. Weiß gar nicht, ob ich das. Oh, hier war ein Hühnchen. Ey. Der mit seinem Schild. Okay, jetzt mein Speer kaputt. Kann ich dich auch mit dem da töten?
habe ihn einfach mit dem Ding getötet, weil ich keinen Speer mehr hatte. 10 Nägel. Oh mein Gott. Oh, es hat sich gelohnt. Guck mal, die machen hier immer so ein schönes Feuer. Kann ich nicht abbauen. Die machen hier immer... Hier liegt sein Zeug. Ist es das vielleicht, wenn er das verliert, dass er dann wegläuft? Guck mal, die haben hier ein schönes Feuer gemacht. Das ist auch ein schöner Platz hier. Die anderen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr finden. Weil ich mir absolut nicht gemerkt habe. Guck mal, hier ist ein Huhn. Werde ich aber nicht finden. Werde ich aber vermutlich nicht mehr finden, wenn das Ding fertig ist. Habe ich hier eigentlich alle getötet oder ist der eine weggelaufen? Such gerade im Wasser nach Leichen. Okay, nee. Geht das Feuer dann jetzt auch wieder weg oder bleibt es da? Weiß nicht. Ich finde es aber gut, dass die da so ein Feuer machen. Na, dann haben die aber doch noch so viel Gehirn, dass die ein Feuer machen können. Das sind bestimmt die Bauarbeiter. Aber der Bauarbeiter, der ist jetzt wieder weggelaufen, ne? Sehr strange. Aber hey, er hat uns 10 Nägel gegeben. Und so eine Dose und Verbände. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ey, die waren schon ziemlich nah bei uns, ne? Jetzt ist sie hier drüben. Ja, auch cool, wenn man denen sagen könnte, hey, guck dich mal um in der Gegend. Ob du da irgendwo, keine Ahnung, Kürbisse, Melonen oder so findest. Das wäre auch cool. So, ich muss aber wieder... Ich brauche meinen anderen Speer. Ich muss meinen Speer wieder... der Boss, der klaut immer meinen Speer. Was war denn hier? Hatte ich da überhaupt was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hier. Der hat schon wieder voll gemacht. Oh mein Gott, der ist einfach so... ein Gott. War halt noch nicht viel drin, weil ich da erst war, ne? Aber hey... ihr seid aus. Ich hatte meine Spitzhacke auch jetzt nicht mehr dabei, sonst hätte ich vielleicht drüben noch ein bisschen Kohle abbauen können, aber ist jetzt nicht so tragisch. Tragisch. Wir haben ja noch ein bisschen. Und dieses Mal, wie gesagt, habe ich ja gesagt, dass ich die Kohle auch tatsächlich verwenden werde. Und das mache ich jetzt auch. Im letzten Ding habe ich die ja nicht so... verwendet, weil ich mit meinem Holz eigentlich sehr zufrieden war. 50 Nägel noch. 5 Barren noch. Komm. Kriegen wir doch irgendwie hin. Dann können wir beim nächsten Mal vielleicht gucken, ob wir eine Ziege finden. Das wird ein bisschen schwieriger, weil ich habe schon lange keine Ziege mehr gesehen bei uns hier. Es waren ja mal voll viele und dann irgendwie waren sie auf einmal alle weg. Aber da vorne ist irgendwo ein Huhn, das hätte ich fast getötet mit dem Speer vorhin. Wie ist es das eigentlich so rum? Achso, man kann es drehen, alles gut. Alles gut. Hui. Und ich muss unbedingt ein Desk da fertigstellen. Das nervt mich. Ich will hier meine Kisten haben. Da brauche ich auch... Nee, da brauche ich keine Nägel. Das waren Schrauben. Aber ich brauche einen Barren, ne? Ja. 30 Barren. Waren das jetzt 5? Ja. Wie viel brauche ich noch? 5? 5. Ey, wir haben es, glaube ich, oder?
Ja, wir machen auch mal komplett alle, damit wir auch noch ein paar auf Reserve haben. Beziehungsweise, was heißt Reserve? Hier gibt es keine Nägel auf Reserve. Obacht, wir haben es gleich fertig. Da! Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig rumgestellt habe. Oder gibt es hier gar kein richtig und falsch? Es gibt keine Tür. Es gibt hier keine Tür. Er kann hier nur reinspitzen. Es gibt hier keine Tür, oder? Ich kann hier nur reingucken. Okay. Was bist du? Oh, guck mal, hier steht auch ein Schlachtertisch. Kann ich 5 Ziegen und 5 Hühner, wenn ich das richtig sehe? Das werden wir gucken. Also, ziemlich ziegenleer. Oh, bist du fertig? Meine Steine, na, die füllen sich von selbst auf. Es ist so lustig. Hallo? Wir sind ein sehr gutes Team, Mike. Machen Sie erstmal hier rein und die restlichen Schrauben. Das sind ja aber nur 10. Wir brauchen ja 12, von daher ist es eh egal. Mike, wo bist du denn? Hinten läuft er. Holt er wieder Steine? Er könnte auch hier Steine holen. Ich weiß auch gar nicht, wo er die mehr herholt. In 3. Der Lichtwert ist wieder bei 7. Also noch sind die Wellen eigentlich okayisch, ne? Ich habe was gesehen, ich habe was gesehen. Meins? Ich weiß gar nicht, wie viel Futter der noch hat. Ich glaube, drin hat nichts mehr. Oh mein Gott. Ich habe auch den ein paar mehr Dinger hingestellt. Weil es da mal was. Ist der eigentlich hinten raus oder war die schon immer offen? Also das war er. Und das war nicht ich. Und das könnte. Nee, nee, das war auch nicht ich. Ich hatte den Wassermelonen rein. Das hat er selber reingelegt. Von denen, was er hier geerntet hat, wahrscheinlich. Ich habe nur hier mein Zeug reingelegt. Aber ich könnte was essen. Kann man den eigentlich auch so essen? Nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann. Oh, guck mal. Da können wir bald wieder Bio-Treibstoff machen. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Hier. Perfekt. Ach, das läuft doch. Finde ich sehr, sehr gut. Muss halt immer nur ein bisschen hin und her rennen. Der holt Stein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Dann würde ich euch in die nächste Folge schubsen. Und also wie gesagt, ich hole euch wieder mit rein, wenn der Wert oben ist oder wenn irgendwas Spezielles ist. Aber ich tue halt jetzt halt einfach noch ein bisschen weiter schmelzen, bis der Wert bei 9, noch was ist. Hole euch wieder mit rein. Wir machen dann eine Welle. Und danach gehen wir dann. Mal gucken, ob wir das Huhn da vorne holen können. Wenn es noch da ist. Und wir. Also. Du bist ein Vogel, oder? Ja, ist eine Möwe, oder? Wir können mal gucken, ob wir irgendwo eine Ziege finden. Aber ich habe jetzt auch schon lange kein Schwein mehr hier gesehen. Ich habe es nicht getötet.
Ich schwöre. Die Ziege, die mal hier war, die ist auch gerade nicht mehr hier. Die sind, glaube ich, gerade auf einem gemeinsamen Ausflug und kommen dann irgendwann wieder. Aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall, wenn es noch da ist, holen wir uns das Hühnchen. Und dann schauen wir einfach mal. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!